Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Als Reiter. Ihr seid in Folge Nummer 44 von Voxel Tycoon. Ja, wir hatten letztes Mal den Sand transportiert, der hier unten ankommt. Und da war das ja schon da. Das blinkt zwar noch, aber das wird auf kurz oder lang dann hier besser werden. Und hatten dann den Kies noch irgendwo gesehen. Hier oben war der... wo ist er? Nö, ist er nicht. Da ist er. Und der ist leider noch nicht erforscht, glaube ich. Da müsste man mal hier reinschauen, wie weit das denn hier vorne geschnitten ist. Ne, warte mal. Bin ich drin, aber da sehe ich das gar nicht. Hier sieht man nur, was passiert. Benötigt Steinverarbeitung, okay. Unternehmen ging bankrott. Der Kupfererz, ja, da konnten wir sowieso nichts machen, weil wir kein Kupfer hatten. Ich glaube, wir müssen hier draufklicken, um zu sehen, was gemacht wird. Ne? Genau so ist es. Laufende Forschung hier, 46 von 135 abgeschlossen, da geht's voran. Und Steinverarbeitung, wir haben zwei sogar am Laufen, sehe ich gerade. Okay. Wartet auf Ressourcen. Jetzt ist die Frage, hier muss man Steine anliefern. Liefern wir denn hier Steine an? Das ist die Frage, ne? Also hier gibt es ja schon mal gar kein Haus, was das anliefern könnte, weil hier ist ja das zweite mit der Forschung, glaube ich, oder? Ja, das ist Fertigung 3 und hier ist es. Ja, und hier wird gar kein Stein angeliefert wahrscheinlich, oder? Okay, dann müssen wir uns um die Steine mal kümmern, dass die da hinkommen, oder? Die wurden hierhin gebracht, bis dahin. Und dann müssen wir von hier schauen, dass wir die von diesem Bahnhof nach da hinten bringen. Okay, nach dem Intro sehen wir zu, dass wir die Steine dann liefern. Alles klar, würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Also die Steine werden mit dem Zug ja hier angeliefert, ne? Genau so ist es. Da kommt dieser Zug dann daher, der jetzt gerade irgendwie keine Anhänger zu sehen hat, oder? Aber der fährt mit Anhängern, ne? Da unten kommt er ja auch schon. 5 Stück da dran. So, da müssten wir hier jetzt schauen, wo ist denn hier logistisch etwas? Ah, er liefert... Achso, Heubach kann hier auch Holzbalkenträger liefern, oder was? Zum Baumarkt. Okay. Sehr interessant, aber ich glaube, das läuft nicht über den. Gut. Die Holzträger kämen dahin, aber da muss ja irgendwo hier noch logistisch anders was sein, oder? Ah, da ist es. Okay. Gut, aber da sind wir logistisch dann nicht so aufgestellt, dass das klappt. Das heißt, wir müssten jetzt hier noch schauen, dass wir hier ein Häuschen haben, Lagerhaus. Was ist denn das? Verarbeitung? Nee, das müsste hier dann sein. Terminals. Ein LKW-Terminal brauchen wir da. Und das drehen wir mal so, denke ich. Und können das auch hier hinstellen. Ist dann auch in dem Bereich des Zuges. Das passt dann. Und dann könnten wir jetzt hier eine Linie machen von Heubach Abzweig nach Melderich Stadtanbau. Dafür brauchen wir, warte mal, wir müssen mal schneller laufen lassen, ne? Dafür brauchen wir einen passenden LKW, der die Steine transportiert. Den kaufen wir jetzt mal, rufen den auf und sagen dem hinzufügen halt. Wo kommt der jetzt hin? Ne, da oben muss das irgendwo sein, da. Hier, laden. Und dann halt hinzufügen. Da entladen. Dann speichern als Route 43. Nehmen wir mal, das passt schon. Und er soll starten. So, jetzt müssen wir nur hier gucken. Hier sind natürlich 58 Träger drin, die wir überhaupt nicht brauchen. Und den haben wir geändert. Jetzt sind die 58 verloren oder wie ist das? Aber keine Ahnung. Das läuft dann erstmal. Jetzt ist noch die Frage, ob... hier oben das überhaupt klappt mit den Steinen, weil ich wüsste jetzt nicht, dass das hier gelagert werden kann dann, ne? Mach mal zu. Fahrzeug ist unrentabel, ja. Ach, der fährt jetzt hier immer hin und her, ohne dass er voll sein wird dann.
Ist das jetzt schon unser LKW? Nein, das ist er nicht. Das bedeutet, wir haben hier ja kein Lager, ne? Statistik. Also der hat jetzt hier was hingebracht, aber es wird ja nichts gelagert. Das heißt, wir müssen jetzt noch gucken, dass wir noch ein Lagerhaus kriegen, ne? Und das war jetzt hier, ja. Das bedeutet, wir schließen das Lagerhaus da mal an. So. Und hier soll jetzt das gelagert werden. Es ist nur die Frage, ob das überhaupt klappt oder ob die immer hier oben hingehen. Das ist schon mal eine gute Frage, ne? Hier, er war es doch, ne? Oder? Route 43 passt, ja. Heubach-Abzweig ist hier. Heubach, wir müssen das bearbeiten. Das hat so keinen Sinn. Er muss da vollladen. Ich hoffe, da fährt kein anderer hin, dann gibt es nämlich einen Stau. So, jetzt wird es hier interessant. Ah, er hat jetzt hier 4 reingepackt und die 4 sind dann, denke ich mal, für Route 43, ne? Ist nicht alles da reingegangen, weil hier ist natürlich jetzt alles da, ne? Die sind natürlich richtig glücklich hier, ne? Okay. Ist er dabei? Ja, ist er bei. So, der wartet jetzt noch auf den 5. Stein, glaube ich, oder 6. sogar. Ne, auf dem 6. doch, am 6. 5, 4 von 5. Oh, ne, doch nicht. Aber der Zug, der kommt ja immer wieder regelmäßig hier vorbei, hoffe ich. Da ist er, da fährt er. Dann wird er gleich weiterfahren. Jetzt wäre noch zu wissen interessant, wie viel ist dann nachher drin für den. Wie teilt sich das auf? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier ist sogar was anderes. Ist das eine Eisenplatte? Weiß ich nicht. Wann kommt der Zug? Glasscheibe ist es, okay. Da ist der Zug und ja, jetzt sind diesmal 5 da drin. Okay, das reicht dann für die nächste Lieferung. Er ist jetzt hier nicht mehr grün, sondern gelb, aber das ist auch nicht schlimm. Durchschnittlich reicht uns auch. So, und dann müsste es jetzt hier mit der Forschung weiter vorangehen, dass wir da auch abholen. Ne? Jetzt müsste der LKW auch gleich entladen, oder? Da ist er. Ja, kommt hier rein, läuft. 5 von 5 und wird produziert und ist weg. Einer von 55, das wird ewig dauern, bis das fertig ist, aber läuft erstmal. Hier sind wir schon ein bisschen weiter, da sind wir 51 von 135, das ist schon ein bisschen. Da fährt irgendwo ein LKW durch die Gegend, der unrentabel ist. Ist es der? Das ist der da. Fährt er immer wieder hin und her? Kann das sein? Das haben wir nämlich auch öfter, wenn dann wieder irgendwas geschlossen ist. Ist das der hier? Jetzt ist der weg da, ne? Ja, der ist es wohl. Keine Ahnung, wo der hin... Ja, das ist der. Details. Gefräßabzweig. Ist da, holt das und nach Borgenteich Süd bringt das. Ah, das ist das falsche Material, wenn. Vielleicht geht das mit dem anderen Material auch. Kann er das? Könnte er. Weil das wird es bringen. Wo ist er jetzt? Okay, er fährt gerade hier rum. Wir haben ihn gerade der anderen Fracht wohl bestohlen. Gut, machen wir gerade auf 3. Jetzt flitzt er da so her. Dann gucken wir mal, ob er das diesmal richtig macht. Kriegt er da was? Ich weiß es gar nicht, aber er müsste da was kriegen, meines Erachtens, oder? Ja, da ist das Depot. Lädt er? Ja, hat er geladen. Sehr gut. Diesmal fährt er hier hinten irgendwo lang. Okay. Die Verbindung steht. Und dann wird hier angeliefert, ne? So, das sieht schon mal gut aus dann. Dann würde ich sagen, können wir den zumachen. Unrentables Fahrzeug wieder.
Nochmal das unrentable Fahrzeug. Was ist das? Ja. Was will der denn machen? Der wird Bretter irgendwo hinbringen. Da wäre es gerade gewesen mit den Brettern. Jetzt ist noch die Frage, wo die Bretter gebraucht werden oder wo sie herkommen sollen. Wenn die hier weg sind, dann ist ja, die Lieferung dann das Problem wahrscheinlich. Weiß jetzt nicht, das sind nur Balken, die da gekommen sind, oder? Ja, keine Bretter. Ist die Frage, ob da überhaupt Bretter ankommen. Auf dem Zug nicht. Und der andere Zug, der ist da und der hat aber die Bretter. Okay, dann kommt der mal zur falschen Zeit vielleicht angefahren, ne? Aber wo fährt er hin? Hier. Gibt's hier, werden da Bretter gebraucht? Ja, hier, ne? Ist das angeschlossen? Ja, ist angeschlossen. Okay, dann passt das. Dann sind es einfach zu wenig Bretter, die hier angeliefert werden, ne? Ja, so ist das. Das ist schwierig. Ja, wie macht man das am besten? Das ist eine gute Frage, ne? Wir können jetzt noch einen Zug machen, der dann das dahin fährt, oder? Ja, hier ist dann Ausgleich. Da hinten kommt der Sandzug weg. Ja. Wo könnten wir das denn machen, dass das klappt mit den Zügen und so? Weil die Strecke wird ja auch immer enger mit mehr Zügen da drauf, ne? Okay, hier ist jetzt grün. Hier hatten wir jetzt zwei Brücken schon rüber gemacht. Könnte man hier noch einen Bahnsteig rüberziehen irgendwie? Das ist leer. Hier waren jetzt sogar fünf Bretter drin. Vielleicht können wir den Bahnsteig auch ein bisschen eher machen, dass der gar nicht so weit hinten ist. Warte mal, das können wir mal checken, oder? Stationen. Güterbahnhof. Muss ja nicht ganz da hinten sein. Wird ja auch hier hingehen, oder? Ist nur die Frage, ob das reingeht. Aber ein Versuch ist es wert. Das sieht erstmal gut aus. Okay, hier ist jetzt irgendwie so ein... Nein, das klappt nicht. Okay, das bedeutet, wir reißen wieder was weg, wie immer. Nochmal. Gleise. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Signale noch reinkommen. Und das passt hoffentlich, dass die dahin gehen. Das ist nämlich unser nächstes Problem. Ja, und da ist jetzt unser Problem nämlich da, dass das Signal da nicht hinpasst. Das ist das einfache Signal, ne? Hier gehen keine Signale hin. Na super. Hier gehen auch keine hin. Hier dürfen keine wohl hin, weil im Bahnhof. Ja, jetzt haben wir einen schönen Bahnsteig, aber der kann nicht angefahren werden, oder? Das ist jetzt Gefräß 1. Ist jetzt aber vielleicht nicht ganz so schlimm, weil wir kriegen das doch dann hin. Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich würde jetzt gerne schauen, dass wir einen Zug dahin kriegen, der... Was wird denn hier am meisten gebunkert? Holzträger... Bretter. Holzträger und Bretter sind hier angesagt. Und da fehlt es ja auch überall. Dann lass uns noch einen Zug machen mit Holzträgern und Brettern und der kriegt den eigenen Bahnhof, oder? Kaufen wir mal einen Zug. Können wir uns das leisten? Wie viel Geld haben wir? Ach, wir haben genug Geld. Geld spielt keine Rolle, ne?
Und dann den. Achso, ich glaube, wenn ich die Shift-Taste drücke. Ich glaube, 5 gingen, ne? Kaufen wir. Wählen wir aus. Halt hinzufügen. Der soll hier hinten erstmal hinfahren. Da soll er laden. Und vor allem voll. Und halt hinzufügen. Und soll dahin fahren. Und da soll er entladen. Speichern als Holz zu Gefräß 1. Okay. Und Holz zu Gefräß 1 und starten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das klappt. Er steht jetzt hier drin, fährt hier raus. Das ist schon mal gut. Kommt hier rüber, fährt da rein. Es ist niemand da. Das ist auch schon mal gut. Wird geladen. Bis hinten in voll. Sehr gut. Holz und Balken. Hat er jetzt einfach so genommen, ne? Ich habe das nicht zugeordnet. Okay. Wollte hier aber mehr Bretter haben. Ah, jetzt haben wir das weggemacht. Hätten wir auf Rückfahrt machen müssen. Naja, ist egal. Ist nicht schlimm. Dann entlädt er das da erstmal. Zweimal Bretter, zweimal Bäume, einmal Balken. Jetzt die Frage... Bretter. Bäume ist mir zu viel, oder? Obwohl, Bäume wurden gerade geholt. Balken werden auch geholt. Bretter werden auch geholt. Es wird alles geholt. Was hat er jetzt für ein Problem? Fahrzeug hat sich verirrt. Ach, der doofe Anhänger hier ist zu lang. Fahrplan. Wenden. Kommt da nicht weg. Hm. Wie kriege ich denn jetzt gerettet? Bam, hat gut geklappt. Das wollte ich nicht machen. Entfernen. Ja. Das ist jetzt ein zweiter Zug, der weg ist. Jetzt haben wir zwei Züge zerstört. Na, super. So, wir müssen jetzt so einen Zug duplizieren. Kann man das hier irgendwie machen? Glaube nicht, ne? Das war jetzt nicht so toll. Da haben wir richtig Geld gelassen, denke ich. Jetzt machen wir das erstmal mit dem. Machen das da. 1, 2, 3, 4. Der darf nur 4 haben. Den kaufen wir jetzt. Dann wählen wir den aus und der muss auf Holz zu Gefräß 1. Startet. Den gucke ich mir jetzt gerade schnell erst an. Auf schnell bitte. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das sieht schon mal gut aus. Okay, der hat jetzt nicht unbedingt das geladen, was ich haben wollte. Okay. Fährt jetzt in das Gleis da links rein, beziehungsweise, ja, passt. Hat entladen und kommt auch nicht weg. Oh, was ist das denn jetzt? Kommt auch nicht weg. Das bedeutet, wir müssen hier mal umbauen. Jetzt ist die Frage, wie wir es am schlausten hinkriegen, ne? Lass uns das mal gerade hier zerstören alles. Nee, du bleib da stehen. Dich will ich jetzt hier nicht haben. Das geht jetzt nicht. Gut, das bedeutet, dieses Gleis wird definitiv schon mal da angeschlossen, ne?
So, der kann schon mal fahren, oder? Dieses Gleis kann dann da auch angeschlossen werden, oder? Funktioniert aber gerade nicht so, wie ich mir es vorstelle. Das bedeutet, wir fangen mit dem Gleis andersrum vielleicht an. Machen das so. Und dieses Gleis machen wir so. So, und dann haben wir noch ein Gleis, was einmal durchgeht. Okay, das passt irgendwie nicht so. Weil hier so komisch ist, ne? Ach Gott, und das ist der da. Warte mal, können wir das abreißen noch ein Stück? Nein, doch, können wir. Ich weiß nur nicht, ob das, was wir da gerade vorhaben, so funktioniert. Sieht nicht so gut aus. Jetzt mag der da nicht herfahren. Okay, das bedeutet, wir müssen nochmal abreißen. Vielleicht können wir hier einen Schwung anders noch machen. Nochmal Gleise. Das sieht besser aus. Müssen dann aber das doch nochmal abreißen. Gehen hier hin. Nochmal Gleise. Das sieht doch gut aus, oder? Da geht's nicht. Super, oder? So ein Shit aber auch. Warum mag der denn dann jetzt nicht dran gehen? Und dann schafft er das auch nicht. Okay, das heißt, das wieder abreißen. Das nehmen. Und da erstmal anschließen. Ist jetzt nicht so schlimm, denke ich. Es wäre schön, wenn er da dran gegangen wäre, ne? Das macht er aber nicht. Das bedeutet wieder abreißen. Das auch nochmal abreißen. Ja, das ist jetzt leider nicht möglich, ne? Das ist schlecht. Das würde noch funktionieren. Das funktioniert auch. Aber wie soll er da hin und wegkommen? Hier ist auch irgendwas falsch. Das können wir aber mal gerade wegreißen hier. So sieht es jetzt aus, dass erstmal was funktioniert, ja, aber hier sieht es nicht aus, als es funktioniert.
Das sieht jetzt so aus, als ob das klappen kann erstmal. Zug 2 hat sich verirrt, also ist da doch was falsch gelaufen. Achso, weil er da nicht weg kann, okay. Warte. Kann der denn da hin? Nee. Oh doch, so wird's. Geht es so? Kann er weg? Sieht so aus, als ob das klappt. Das ist schon mal etwas. Jetzt müsste man nur noch wissen, wie man das hinkriegt, dass er da reinfährt. Das würde funktionieren tatsächlich. Nee, das war jetzt nicht so das, was ich wollte. Weil weg kann er ja, er muss hin, das ist das Problem. Das geht nicht. Ich muss irgendwie auf dieses Gleis kommen, das klappt nicht. Ja, wieso fährt er jetzt nicht rein? Weiß niemand, ne? Das heißt, dieses Gleis kannst du auch gleich wegschmeißen. Ja, möchte ich abreißen, hat ja keinen Sinn. Ich krieg's nicht nach da. Krieg ich's denn irgendwie anders dahin? Auch nicht, ne? So geht's leider nicht. So ging es. Und so war es. So. Das bedeutet eigentlich, ich muss hier was wegreißen. Ja, mach das weg. Ja, mach das weg. Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Mach das auch nochmal weg. Jetzt fährt er dahin, ich weiß aber nicht warum. Gleise. Das geht so schon mal dahin. Das ist eine Möglichkeit, schon mal dahin zu kommen. Das geht deswegen nicht. Okay. Das geht. Alles ist angeschlossen, bis auf den da. Der ist nicht angeschlossen. Der ist angeschlossen. So, Hinfahrt geht an alle drei, Rückfahrt geht noch nicht überall. Rückfahrt geht noch nicht an alle drei. Geht es so? Könnte das geklappt haben? Werkstatt. Gefräßabzweig ist da, da fährt er aber nicht hin und keiner weiß, warum er da nicht hinfährt. Wird eine super lange Folge gerade. Wahrscheinlich, weil dieses Signal da falsch war. Das da. Deswegen klappte das nicht. Okay. Nochmal Signale. Passt. Passt. Ich glaube, es könnte sein, dass es funktioniert, oder? Niemand hat sich verirrt bisher. Der fährt raus. Das ist auch nicht schlimm. Der fährt da rein, aber ich glaube, wenn die Signale vielleicht ein bisschen mehr hier stehen würden, dann könnte das vielleicht klappen. Lass uns das nochmal checken. Das damit zu tun hat, dass die da nicht reinfahren konnten.
So, jetzt sieht's aus, dass es jetzt vielleicht richtig läuft. Könnte sein, dass es jetzt passt. Da steht leider keiner gerade. Und wer weiß, wo sie jetzt stehen, ne? Okay, die fahren alle hier noch lang. Gut. Nächste Runde müssen wir noch gucken, dass wir den Erzzug noch dahin kriegen. Das fehlt uns ja jetzt. Den haben wir eben kaputt gefahren. Wird aber bestimmt irgendwie hinkriegen. Werden wir hinkriegen. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.